Hallo bei der Grazer Linux-Tage. Und der nächste Vortrag ist von Sven Guckers über TMUX. Und der Sven kommt aus Berlin und lebt dort neben anderen auch im Terminal. Und damit er elegant im Terminal arbeiten kann, verwendet er TMUX. Und über TMUX wird er jetzt in den Talk sprechen. Also bitte, Sven. Jo, herzlich willkommen. Danke für die Anmoderation. Ja, ich freue mich wieder dabei zu sein. Vor einigen Jahren habe ich in dem Zusammenhang auch mal Screen hier gezeigt, ein Programm, das ich ja seit fast 30 Jahren verwende, was einfach dazu da ist, meine Prozesse am Leben zu erhalten. Und mittlerweile gibt es TMUX, sogar schon seit 13 Jahren. Und seit 10 Jahren habe ich so auf dem Schirm und ja, was soll ich sagen? Ich habe mich jetzt eingearbeitet ein bisschen und ich finde es ganz prima und deswegen muss ich es jetzt mal herzeigen. Jo, wie sieht das aus? Gehen wir mal gleich dahin. Also, ich bin hier lokal auf meiner Kiste. Es ist eine X60, eine 32-Bit-Maschine aus dem Jahre 2006. Aber auch damals war das gut und heute auch nicht so schlecht. Jo, also ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Font ist groß genug. Wenn ich mich einlogge auf meine Maschine hier beim Verein, wo ich gerade bin, dann mache ich einfach eine Verbindung und man macht mit M. M ist die Macht. Da bin ich auf der anderen Maschine. Und ja, jetzt die Idee ist, dass meine Prozesse hoffentlich noch am Leben sind. Und TMUX Master macht das. Und dann schauen wir mal, ob TMUX da irgendetwas hat. Und TMUX kann ich halt fragen, wie eine eigene Kommandozeile dahinter. LS, liste mir mal die Sessions, die ich da habe. Und tatsächlich, da ist noch einer. Und da komme ich gleich dazu, aber ich mache jetzt mal einfach eine neue Session. Und damit ich so sozusagen keinen großen irgendwie Setup habe. Und siehe da, so schaut das aus. Nicht sehr spannend, aber da unten, schaut hin, die blaue Zeile mit der weißen Schrift. Dort ist also ein Fenster gestartet. Wir haben hier eine Z-Shell vor der Nase. Die Zählung beginnt bei 0 und das Sternchen dahinter sagt, du bist hier. Wir sind hier. So. Genau, das ist also Fenster 0. Und ja, jetzt kann ich weitere Fenster aufmachen. Per Standard startet dann immer wieder eine Shell. Meine Lieblingsshell ist eben die Z-Shell. Da haben wir also noch ein Programmchen. Vielleicht kann ich hier irgendwas noch ein bisschen hinein tun. Und so kann ich weitere Fensterchen aufmachen. Und in jedem Fenster kann ich dann irgendetwas starten. Ich kann also Nano starten. Achso. Da habe ich mal was geändert und ich habe es immer noch nicht zurückgeändert. Also ein Nano starten. Oder noch ein Fenster mit einem Vim. Und auch das habe ich ja wieder geändert. So. Ja, wie man sieht, die Titel in der Leiste unten werden von TMUX automatisch generiert, nachdem was zuletzt gestartet worden ist, was sozusagen jetzt das erste Argument da gegeben ist. Und wenn das nun nicht das Richtige ist, dann kann man das natürlich ändern. So, da hätte ich natürlich gern Editor Vim und im Fenster vorher kann ich natürlich auch sagen, das ist ein Nano. Okay, und dort könnte ich auch noch was starten, vielleicht, genau, ein Neomut, ein Mailprogramm auf der Mailingliste geben. Das dauert dann einen Moment, weil da sind schon ein paar Dinge drin. Auf der Null ist also auch noch was. Und wenn mir die Reihenfolge nicht gefällt, dann kann ich natürlich auch noch umnummerieren. Fenster 0 möchte ich jetzt vielleicht auf der 8 haben. Und der Editor, der wichtige Editor, jetzt auf der 3, den kann ich halt verschieben dann auf die 0, sodass das erst im ersten Fenster ist. Und wenn ich wissen will, was es ist, ja, the latest shit. So, man sieht also, wie man ganz einfach natürlich weitere Fenster öffnen kann. Man kann sie umbenennen und man kann sie auch umnummerieren. Und der Hit an der ganzen Geschichte ist, dass solange die Kiste läuft, solange TMUX läuft, laufen auch die Unterprozesse. Das sieht dann ungefähr so aus.
Da ist sozusagen unser TMUX und wir haben da einen Server und ich gucke ihn an mit einem Client und da sind ganze Unterprozesse und dann kann man sich so ungefähr vorstellen, wie das eben ist. Ne? Von einer Untershell, die aufgerufen wurde, gibt es dann einen NeoMut und ein Nano. Natürlich ist es ein bisschen langweilig, wenn diese ganzen Shells da herumliegen und nur darauf warten, dass das aufgerufene Programm sich beendet. Deswegen habe ich mir ein paar Alias gebaut, die im Wesentlichen einfach nur ein Exec machen. Also wer das noch nicht kennt bei der Shell, sehr praktisch. Was nehmen wir denn da? Dann nehmen wir, genau, thtop zum Beispiel. Was ist das? Genau. Also, wenn ich das aufrufe, dann macht das erst ein Exec. Das heißt, es verlässt die aktuelle Shell. Die Shell wird dann also nicht mehr gebraucht, die wird weggepoppt und erspart Speicher. Und dann wird TMUX aufgerufen und mit dem Befehl new w, das ist die Kurzversion von new window, und dort startet dann ein HTOP. Und wer HTOP noch nicht kennt, das ist eben TOP-Programm in Bund, on steroids, wie man so schön sagt. Ich kann es einfach mal aufrufen. Genau. Dann seht ihr, was passiert. Diese Shell poppt sich jetzt hier weg. Und man sieht das nette Programmchen. Und wenn ich wieder anschaue mit den Prozessdingens, dann sieht man, wo haben wir es? Da ist das HTOP. Zwischen dem HTOP und dem Server ist keine weitere Shell, denn die ist ja dadurch weggegangen. Ja, natürlich ist das jetzt der Weg, erst eine Shell aufrufen und dann ein Alias. Und das ist so ein bisschen, naja, hintenrum so ungefähr. Es geht natürlich auch einfacher. Man kann mit Aliasen auch innerhalb von diesem Programm arbeiten. Jedes gute Programm hat TMUX Kommandos, um Keybindings, um Tastenbelegungen zu machen. Ich kann also sagen, hallo, wenn ich TMUX meine, dann ist das nächste Key, die nächste Taste ist dann eventuell ein Befehl und startet etwas. Um das mal kurz zu zeigen, mit Groß R starte ich dann zum Beispiel ein Newsboard, ein RSS-Reader. Oder mit Groß N starte ich, habe ich mir eingestellt, meine Mailbox, ein NeoMut. So. Und der große Hit ist, wie gesagt, dass diese Prozesse am Leben bleiben. Und ich kann jetzt das mal demonstrieren, indem ich das den Prozess, der das anschaut, beende. Das nennt man dann Detach. Und jetzt gucke ich das gerade nicht an. Ich gucke mal wieder auf die ganzen Sessions. Genau, ich möchte mich gerne dann, also wir hoffen, dass das alles weiterläuft. Und ich attache mich dann und ich möchte dann gerne diese Session, die ich da aufgerufen habe, die heißt einfach nur 14. Schauen wir mal. Nein, macht es nicht. Nein. Reicht eigentlich auch die letzte. So, da sieht man, selbe Programm wieder da. Unten auf der Leiste sieht man die ganzen Programme, die da sozusagen noch laufen sollen. Und wenn ich einmal so ein bisschen rumwechsle, dann sieht man auch, dass die eigentlich da sind. Das ist doch schön. So, der eigentliche Hit ist aber auch, wer es noch nicht kennt, dass es nicht nur läuft, solange ich eingeloggt bin, sondern ich kann das wieder detachen. Ich kann mich von der Login-Shell, bei der ich mich hier gerade befinde, auch weggehen. Damit bin ich ausgeloggt. Die Verbindung, die ich gemacht habe, man sieht das hier, ich habe das gemacht mit Mosh. Das ist ein SSH-Wrapper, der auch coole Eigenschaften hat, aber darum geht es gerade nicht. Im Wesentlichen, ich bin wieder zurück zu Hause auf meiner Maschine und ich kann mich dann wieder einloggen. Und ich kann dann wieder, nutze ein Alias hier, aber die lange Version wäre TMUX Attach und ich bin wieder da. So, das ist im Wesentlichen das, was es kann und tut und macht. Und ich denke mal, allein mit diesen wenigen Befehlen, wenn man sie lernt, kann man 90% oder zumindest 60% all von den Dingen abdecken, die man im täglichen Leben so braucht. Und dazu gibt es dann einen Workshop und genau genommen gab es den halt gestern. Ja, weil Workshops vor den Vorträgen kommen.
Aber um vorzugreifen, wir können nach der ganzen Session noch einmal zusammen das Ganze durchspielen und machen. Und der NetRobin hat uns da einen Server gemacht und auf dem können wir uns dann einloggen. Und dort ist CMUX vorinstalliert. Niemand muss also was installieren. Alles, was ihr braucht, ist eben ein Laptop, ein Terminal, eine SSH und dann müsst ihr euch aus dem Namen auf dem Rechner halt da einloggen und dann könnt ihr das verwenden und benutzen. So, jetzt gibt es natürlich noch ein paar andere Eigenschaften, die ich euch nicht vorenthalten will. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Ah, Stichwort Uhr. Und da gibt es dieses hier, also ein Befehl, der eine große Uhr anzeigt in TMUX. Und ich finde das sehr, sehr praktisch. Ich habe zwar unten in der Leiste am unteren Rand, vielleicht könnt ihr das sehen, zwar eine Uhr eingeblendet, aber sie ist schon recht klein. Und immer eine Shell zu haben, wo man gerade Date eingibt, hat man auch nicht immer. Aber diese Uhr ist wirklich sehr gut zu lesen. Genau, das ist ein eingebautes Kommando in TMUX. Finde ich sehr nett. Könnte man ja auch in Screen haben, aber anscheinend wollen die das nicht. Anyways. Genau, was kann man noch weiterhin machen? Entschuldigung. Also, man kann nicht nur Fullscreen sich Sachen anschauen, man kann auch splitten, also teilen, aufteilen. Und da gibt es dann einmal ich würde das vertikale Teilung nennen. TMUX spricht dort im Manual von horizontaler Teilung. Okay. Es gibt dann auch noch natürlich die andere. Ach nee, das habe ich mir weggedingst. Hätte ich mir mal aufgeschrieben. Also ich habe hier doch meinen Setup gerade am Laufen. Und ich mache das normalerweise ein bisschen anders. Ich gucke mal ganz kurz nach. Ah, das Problem hier. Also man kann auch horizontal splitten. Ich mache es nur nicht, weil meine Augen nicht mehr so gut sind und ich das Fullscreen eigentlich mag. The point is, man kann sich das durch weiteres Splitting weiter aufteilen. Und es ist nicht wie bei Screen, wo diese Aufteilung global ist. Also wenn ich von Fenster zu Fenster in Screen gehe, dann gibt es genau diese eine Einteilung. Oder gab es zumindest nur. Und das ist dann ein bisschen schade. Hier bei TMUX haben wir pro Fenster. Also ich bin jetzt gerade auf Fenster 8, wie ihr unten an der Leiste seht, nee, 7. Eben eine Einteilung. Und wenn ich jetzt das Fenster wechsle, ich gehe zum Beispiel zu der Mail, dann ist das wieder ungeteiltes Fenster. Und leider muss ich auch noch darauf hinweisen, Screen hat leider das Problem, wenn man sich von der Ansicht weg detached und wieder reattached, dann ist die Einteilung weg. Das ist bei TMUX nicht der Fall. Kurze Vorführung, detachen, wieder zurückgehen, danach Teilung weiterhin vorhanden. Gut, so wie es sein soll. Dann kann man hin und her hüpfen, man kann resizen. Das lasse ich jetzt mal weg, weil ich das nicht so oft mache und darauf kommt es ja auch gar nicht so sehr an, aber das geht alles. Nett finde ich eins zum Beispiel, es gibt noch ein Kommando, das aufzeigt, wo sind denn welche Fenster. Also das geht leider ziemlich schnell weg nach einer Sekunde. Nochmal darstellen, ich hoffe, ihr seht das in der Aufnahme. Eins in blau links und zwei in rot rechts. Genau. Das ist nachher wichtig, wenn man auf die Fenster zugreifen will von der Kommandozeile. Denn TMUX, wie gesagt, lässt sich sozusagen von der Kommandozeile aus steuern mit allen möglichen Befehlen. Es gibt richtig viel Zeug. Also wenn man sich das Manual anschaut und dann möchte man wissen, wie viele Zeilen das hat, also zumindest in dieser Auflösung hier gerade, dann kriegt man, genau, 4000 Zeilen. Also es gibt viele, viele Kommandos, viel Zeug. Und das Vorhandensein dieser ganzen Kommandos und die Steuerbarkeit macht es möglich, eine ganze Menge damit zu machen. Und zwar das Ganze zu skripten. Also es gibt natürlich solche Sachen wie bei jeder Programmiersprache, dass man so ein if, then, else hat und ähnliche Konstrukte. Aber ich finde, das geht für dieses Intro schon ein bisschen zu weit. Das sollte man später vielleicht machen bei einer weiteren Vorführung.
Und diese Vorführung, wie ihr das aus dem Amerikanischen kennt, nennt man Show and Tell. Ja, und das ist auch sozusagen Programm bei dieser Vorführung hier. Denn das zielt nämlich weiterhin auf diese ganze Sache ab. Dazu gleich nochmal mehr. Damit ich nicht Dinge vergesse, werde ich mal ganz kurz nochmal schummeln. Ich habe da so ein Ding. Das ist das, was ihr im Programm vielleicht seht. Das ist das PDF davon. Genau, wir sind etwa hier. Fettesplitten, die Big Clock. Genau, jedes gute Programm hat Keybinding, habe ich schon erwähnt. Also ich kann beliebige Kommandos binden an die Kürzel, die es da so gibt. Und ja, was es wir von Screen kennen, man kann auch Notifications machen. Also wenn sich in einem Fenster, das wir gerade nicht sehen, etwas tut, können wir uns Bescheid sagen lassen. Hallo, hallo, hier ist es. Und das Gegenteil davon ist Waiting for Silence, also für Nichtstun. Also wenn wir einen Prozess haben, wie einen Compile-Vorgang oder so, der ständig was rausspuckt, dann interessiert uns, wann der fertig ist. Das heißt, wir warten auf eine Pause. Wir warten auf Silence. Das gibt es auch. Genau. Was man auch haben kann, ist Screen Dumps und Logfiles. Also ich kann jedes Fenster mit einem Logfile belegen, das dann mitläuft und dann einfach alles, was da rausrollt, mitnimmt. Und Screen Dumps, ja, in ASCII sozusagen, was wir im Terminal sehen, wird dann als Kopie mit in eine Datei getan und das ist dann aber auch dann der reine Text. Also das sind keine Bilder in dem Sinne. Ja, und der richtige Hit kommt dann sozusagen, wenn wir Multi-User ungefähr verwenden. Also heißt das zumindest bei Screen, wenn wir also anderen erlauben, mitzuschauen. Da fängt es dann an, Spaß zu machen. Das ist so ungefähr wie der Unterschied zwischen einem PC, den man zu Hause verwendet, ohne Internet. Und sobald wir ein Netz haben, lokal, immerhin kann man zocken oder so, und wenn wir mit dem Netz nach draußen gehen können, dann wird es richtig interessant. Wenn wir uns als Menschen verbinden können, um uns was herzuzeigen. Und darum geht es eigentlich bei der ganzen Geschichte. Wir können zugucken lassen. So, und jetzt müssen wir schauen, müssen wir auf den richtigen gehen hier, jetzt. Dort gehe ich jetzt mal, da bin ich auf diesem Server, den wir haben. Und im Wesentlichen, wenn ich dort Teammate eingebe, dann kriege ich hier unten einen Session Key. Und diese SSH-Dingens, das kann man verwenden, ja, um zuzuschauen. So schaut das aus. Du benutzt den Service bei Teammate.io. Und die Security-Aware-Leute von euch werden sofort fragen, ja, aber das sind ja Leute und kann man denen denn vertrauen? Und kann man das nicht vielleicht selber hosten? Na klar, freie Software kann man selber hosten. Muss man dann halt machen. So, dieses hier gebe ich jetzt mal für euch, die ihr zuschaut auf IRC, mal in das Fensterchen dort hier mit hinein. Und wenn ihr das kopiert, pastet in eure Shell, könnt ihr jetzt zuschauen bei dem, was ich bei diesem Teammate mache. Ah ja, da geht's schon los. Da prasselt es auf mich ein. Das ist allerdings nicht genau das, wie ich das mir vorgestellt habe. Da unten gibt es halt, irgendjemand verwendet nur einen einzelnen, oder ist das jetzt meiner? Ich fürchte, das ist meiner. Auf alle Fälle sehen wir haben jetzt Connections von 3 Clients. Ihr könntet dann zugucken. Und wenn ich jetzt ein Fenster aufmache, funktioniert es nicht. Das ist ja ärgerlich. Irgendwas tut es nicht. Doch, schon. Das musst du dir sehen. Aber nur eine Zeile zu haben, das war nicht vorgesehen. Tut mir leid, Leute. Hier bin ich jetzt ein bisschen vor einem Rätsel. Aber der Punkt ist, dass mehrere Leute jetzt hier zuschauen kann bei dem, was ich mache. Und mal sehen. Ah ja, da ist jemand dabei, der was in die Shell hineingibt. Aber ich sehe nicht, warum ich das hier nicht aufkriege. Eieiei.
Gut, ich weiß nicht genau, was ich jetzt hier machen kann, müsste. Wie ärgerlich. Aber der Punkt ist, wenn man es richtig macht, ist damit möglich, dass ihr mit nicht nur mitschauen könnt, sondern auch mit agieren könnt. Da tippt jemand was. Mal ein bisschen größer machen, um zu sehen, was passiert. So. Wir haben hier also eine Möglichkeit, uns auszutauschen. Wir können gleichzeitig etwas sehen. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass wir uns auch verständigen per Audio. Und der Robin hat dafür auch einen Mumble-Server aufgesetzt. Das heißt, per Mumble, wenn man das installiert hat, kann man das Audio von sich austauschen. Also wie bei TeamSpeak oder ähnlichen Sachen. Da bin ich dann eigentlich, ich hoffe, ich gehe jetzt einfach mal weiter und ziehe das mal durch, mal sehen, wie viel Zeit dann bleibt. Also, wohin geht die ganze Geschichte? Mate has left, ah ja, und wir hatten haben eight Clients, lustig, sehr schön. Also, es geht in folgende Richtung. Wir können uns austauschen visuell über TMUX und den Teammate Service. Und wir können uns austauschen per Audio über Mumble. Und das zusammen, naja, eigentlich haben wir schon andere Tools, die das alles machen. Aber ich hoffe, dass das Ganze sehr viel weniger Bandbreite braucht als das, was wir haben bei BigBlueButton oder Zoom oder was auch immer. Das heißt, es sollte möglich sein, sich auszutauschen, auch wenn man mit einer schmalen Bandbreite unterwegs ist, wie zum Beispiel ich die ganze Zeit. Ich mache Tethering über mein Smartphone und da mein Datenvolumen jetzt gerade wieder weg ist, habe ich jetzt erstmal wieder zu tun bis zum 15. Muss ich abwarten, bis wieder Bandbreite reinkommt, also schnellere Bandbreite. Und ich habe dort maximal 1 Megabit. So, aber ich hoffe, dass das soweit funktioniert. Wer war das? Keine Ahnung. Sieht man nicht, genau. Diejenigen unter euch werden wieder sicherlich einige fragen, ja, wenn man da reinschreiben kann, das will ich gar nicht. Ja, man kann aber auch solch einen Service machen und das Ganze read-only angeben. Das hätte ich vielleicht mal tun sollen. In dem Fall bekommt man dann einen Key und diese ganze Key-Geschichte auf dem Host beginnt dann mit RO-. Das ist dann ein Read-Only. So, jetzt gibt es dann immer noch ein paar Leute, die sagen, ja, Linux, alles schwer. Oh, ich muss in dem Terminal Buchstaben eingeben und die Tastatur und die ist alles so dunkel. Ja, wer das nicht mag und lieber etwas haben möchte, was er sozusagen seinem Browser antun kann, irgendeine URL. Auch so etwas kann man bekommen. Und wenn man das macht, dann schmeißt man das, ja, das so schreiben. Eigentlich schmeißt man dann die URL in den Browser und schaut darüber zu. Genau, das sind die Möglichkeiten. Und letztendlich führt uns das dazu, dass wir uns auch darüber verbinden können und auch mehr Show and Tells machen. Also, dass wir uns gegenseitig einfach mal was vorführen. Im Realraum in Graz und im MetaLab in Wien haben wir schon einige Show and Tells veranstaltet. Und das geht dann so, dass jeder seinen Rechner irgendwie mitbringt und dann mal an den Projektor ranhält und dann zeigt er was her. Es muss gar nicht groß vorbereitet sein, einfach tun und machen. Und ich dachte mir, das Konzept gefällt mir so gut. Lightning Talks kann man sie auch nennen, Mini Talks. Das möchte ich gerne öfter haben und deswegen habe ich mal Showtell It registriert. Und wenn ihr dorthin schaut, dann seht ihr, dass ich das so gerade am Aufbauen bin, dass wir ja über eine Mailingliste uns unterhalten, dass wir Chat haben, ein Pad haben, den Mumble-Server und den Server, wo ich dort eingeloggt war, eben, sodass wir uns austauschen können. Also ich hoffe, das Ganze führt zu mehr Events, zu mehr Austausch und dazu, dass auch vielleicht die Software besser wird oder auch besser verstanden wird. Natürlich könnt ihr das, ihr müsst nicht natürlich
unser Angebot nutzen. Ich hoffe natürlich mehr, dass weitere Linux-User-Groups, Hackerspaces, wie auch immer, Schulen, Universitäten das benutzen, um sich auszutauschen. Und für diejenigen, die eine Infrastruktur nicht haben, für die gibt es den Hinweis auf die Free Unix-Systeme, die es da draußen gibt. Ich dachte immer, es gibt nur eine Handvoll, aber es gibt, ich habe neulich eine Liste gefunden von 3 Dutzend Free Unix-Systemen. Das heißt, da geht man einfach hin, meldet sich an und dann hat man einen Namen, loggt sich ein und hat eine Shell auf einem Unix. Und dann kann man das verwenden. Diese haben typischerweise auch ein Screen und ein Temux. Leider nicht in aktueller Version, aber ich hoffe, das wird dann eben besser, wenn ein größerer Demand da ist. Demand. Wissen schon, mir fällt das Wort nicht ein. Ein Beispiel davon fand ich ganz nett, sdf.org. Ihr könnt euch das ja mal anschauen. So, für alles, was jetzt so noch zu anzuschauen wäre, könnte man natürlich noch alles herzeigen und dann wird das Stunden lang. Aber das ist dann sozusagen alles Thema von weiteren Show and Tells und ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt mit der ganzen Geschichte und ihr möchtet gern mehr davon sehen und genau das auch verwenden, um euch auszutauschen. Genau, falls ihr dann nicht direkt im Anschluss hier dabei sein wollt. Ich hoffe, dass wir einen weiteren Termin haben werden am nächsten Mittwoch, am 14. April bei der LUGA. Da muss ich noch was schreiben für. Dort kann man sich dann online treffen und ja, da können wir dann das dann auch mal zusammen nochmal ausprobieren. Falls ihr heute halt nicht Zeit habt, dann hoffentlich vielleicht am Mittwoch. So, und dann gucke ich wieder auf die große Uhr. Yay, ich bin mal unter einer halben Stunde. Also an dieser Stelle breche ich das einfach mal ab und ich hoffe, ihr habt genügend gesehen, um Fragen zu haben. Genau, ich fühle die nächsten 2 Minuten vielleicht noch mit kleinen Links, wie das bei mir ja normalerweise dann aussieht. Und dann, genau, in der Zwischenzeit bitte ich euch, auf den ERC-Kanal eure Fragen zu schreiben und dann werde ich die kommuniziert bekommen und dann hoffentlich auch beantworten können. Genau, und dann schalte ich hier mal dorthin. Ja, das ist meine Temux-Session sozusagen zu Hause, bei der IRC als ERC-Client läuft und ich gucke auf den Kanal von dem Session von diesem Vortrag und bevor ich dann noch näher hingucke, einfach mal so. Genau, ich kann halt, achso, der RSS-Reader will wahrscheinlich nicht starten, weil er schon gestartet ist. Hier drüben, genau, muss ich mal kurz rausgehen. So, ja, das ist also der RSS-Reader, der übrigens von Andy Krennmeier aus Linz stammt. Er hat Newsbeuter geschrieben, das Ganze wurde gefolgt und weitergeführt als Newsboat. Wirklich ein sehr schickes Programm. Und genau, dann, das ist meine E-Mail noch einmal und dann rufe ich auch eine Shell auf, sage, hol noch mal die Mail ab, jetzt ist wieder Zeit, ich denke, ich kann die Mail gucken, dann gucke ich ein bisschen so, was ist denn da im Logfile angekommen oder wie verteilen sich die Mails da so, genau, und dann ist da was angekommen. Ja, und das läuft alles weiter und wie gesagt, ich kann mich ausloggen, alles läuft weiter, ich logge mich wieder ein und rufe es wieder auf und mache weiter. Wie gehabt, muss nicht alles neu starten. Reden wir in Force Resize. Gut, ich lese jetzt also mal und mal sehen, ob von euch noch ein paar Fragen kommen. Und dann hätten wir, genau, jetzt das offiziell Vortrag-Vorführung beendet, hätten wir 10 Minuten, um definitiv was zu machen und danach können wir vielleicht koordinieren, falls ihr noch dabei sein wollt, dass wir gleich in Medias Res gehen, um auf dem Showtel-Server das mal auszuprobieren. Jo, keep the questions coming.
Gibt es da noch Gründe für Screen? Achso, Entschuldigung, Moderator, ja, hallo. Danke, Sven, für den Vortrag. Und zwar, ich habe eine Frage, habe ich jetzt im IRC gefunden. Und zwar fragt der Public Void, fragt, gibt es noch einen Grund für GNU-Screen anstatt TMUX? Das war da, wo du über die Aufteilung, über die horizontale und vertikale Aufteilung gesprochen hast. Ja. Genau, ja, es gibt also einige Sachen, die man da vergleichen kann. Fast immer gewinnt TMUX mittlerweile. Und bei Screen, naja, bei Screen kann man die serielle Schnittstelle des Computers noch bedienen, angucken. Und wenn man dort ein Gerät da dran hat, dann kann man über das TTY dort das Gerät ansprechen. Das macht TMUX nicht. Aber naja, wer macht es heute so noch schon? Es gibt natürlich ein paar Leute, die auf kleineren Rechnern Embedded-Zeug machen. Die mögen das, die wollen das. Aber es ist dann, naja, es ist dann eine Nische, die ganze Geschichte, muss man schon ehrlich sagen. Und wenn man überhaupt gucken will, was es für Unterschiede gibt, da habe ich mal was vorbereitet, vor Jahren. Genau, das ist die Seite dazu, Screen versus TMUX. Und natürlich soll es die Antwort sein für den Public Void. So, und natürlich... Wie sieht es mit Biobu im Vergleich zu TMUX aus? Biobu gibt es auch für TMUX, aber ich habe es mir immer noch nicht angeschaut. Insofern kann ich es auch nicht vergleichen. Und wer es noch nicht kennt, Biobu ist eine Vorkonfiguration für den Screen und ich fand, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben für die ganze Geschichte, um Screen ja, benutzbar zu machen, hübscher, bunter. Und ja, ich habe jahrelang versucht, den Screen-Maintainer zu sagen, sie mögen doch bitte, wenn man Screen gestartet hat, gleich unten so eine Zeile mit den Fenstern einblenden lassen, also das direkt im Setup, im Default-Setup zu haben. Das wollten sie nicht. Was ich schade finde, weil die meisten Leute, denen geht es sicherlich so wie mir beim ersten Mal. Ich habe Screen aufgerufen, ja, wenn ich das hier mal so mache, Screen, und ja, ich muss das ändern. So, bin Screen. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, die grünen Zeilen, die jetzt in meinem Setup dabei sind, die gab es damals nicht. Was ich also nur sehe, ist eine neue Shell. Ein Menü, kein Hinweis, nichts. Ich habe dann die Shell beendet und dann war es weg und habe mich gefragt, was das soll. Ja, man musste mein Admin, der mich damals darauf aufmerksam gemacht hatte, der hat mir dann die richtigen Hinweise gegeben und dann ging es ja auch. Und seitdem habe ich es auch nie mehr verwendet. Also im Wesentlichen, wenn ich mich auf einem QNX einlogge, wenn es ein Screen gibt, dann habe ich das zuerst aufgerufen, damit alles Weitere, was ich aufrufe, auch erhalten bleibt, wenn ich mich auslogge. Ja, und jetzt ist es TMUX. Genau. Ja, bei Biobu, also sozusagen für mich, Note to Self, Biobu für TMUX ausprobieren. Das steht auch noch mit an. Und sobald ich das mal durchgespielt habe, hoffe ich dann nochmal eine bessere Antwort geben zu können. Und den Ed, der da ist, den bitte ich um eine E-Mail als Erinnerung und dass ich ihm die Frage dann auch zurück mailen kann oder dass wir uns das vielleicht auch gemeinsam anschauen. Jo, weitere Fragen? Ja, ich würde sagen, wir warten noch 30 Sekunden oder so wegen der Latenz. Frage ich mich auch. Biobu sieht ja irgendwie übersichtlicher aus. Ja, das ist auch ganz nett. Es gibt auch weitere Programme, die aufsetzen bei TMUX. Na, also es gibt so ein paar Dinge, da schreibt man eine Textdatei und schreibt in geschachtelte Version rein Fenster und was in dem Fenster laufen soll und wie das, naja, sozusagen aufgeteilt sein soll in Unterfenster, in sogenannten Panes.
das ist natürlich schon ein nettes Projekt. Es gibt so ein allgemeines Ding, dass ich merke, was aufgeteilt ist, dass man das wiederverwenden kann. Es gibt eine ganze Menge Zeugs und das muss man mal sagen. Alles, was die Skripterei ermöglicht, führt zu weiteren netten Projekten, die Screen leider echt abhängen. Ja, tut mir leid, Screen. Das ist schade irgendwie, dass ihr da nichts mehr gemacht habt, aber naja, also obwohl ich jetzt TMUX nicht seit 10 Jahren verwende, sondern erst so richtig seit einem halben Jahr oder 4 Monaten, ich habe schon seit Jahren aufgrund des Vergleiches, den ich da gemacht habe, Leute direkt zu TMUX geschickt. Lieber gesagt, fangt lieber gleich mit TMUX an. Der Public World sagt, es gibt auch von Lyra einen Shell-Vortrag, wo er stark mit TMUX-Config automatisiert hat. Jawohl, ich glaube, den habe ich so gesehen. War der nicht vor 2 Jahren oder so bei den Grazer Linux-Tagen? Ich glaube, ich habe es jetzt nicht genau vor der Nase, aber ja. Und Moment mal, überhaupt, Herr Voigt, ich muss mich mal total bedanken für die Vorarbeit. Und zwar, wenn ich hier mal nur ein Fensterchen weitergebe, das ist das, was ich von dir damals bekommen habe, was du in deinen Blog hineingeschrieben hast. Ein Vergleich zwischen Screen und TMUX und die Kommandos und wie man die Dinge sozusagen in Default-Konfiguration vergleichen kann. Und das war ein super Startpunkt. Also das ist ja schon, weiß ich, 5 Jahre her oder so gewesen. Muss ich ja wieder gucken, hier oben irgendwo steht es. Sehe ich jetzt nicht. Aber auf alle Fälle, also das war ja schon mal eine großartige Arbeit und eine Riesenhilfe. All diese Dinge werde ich natürlich noch weiterhin verlinken. Und wie üblich wird es dann eine Seite geben auf meiner Webseite Drucksnet und dann heißt sie natürlich TMUX. Und ich habe schon eine ganze Menge mehr gesammelt, aber ich muss das alles mal richtig zusammentragen. Ich hoffe, dass ich das auch besser schreiben werde können mit Markdown, mit einem erweiterten Markdown. Und ja, das ist sozusagen noch auf der Halde. Screen to TMUX, genau, das ist die URL der Form. Vielen Dank nochmal. Herzlichen Dank. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob noch Screen-Menschen dabei sind, die das schon verwendet haben. Ich freue mich über Feedback auf dem IRC-Kanal GLT21S2. So, dann sage ich danke für den Vortrag, Sven. Und dadurch, dass es keine weiteren Fragen mehr gibt, würde ich auf den Jitsi verweisen, wo ihr euch dann treffen könnt, um weiter zu diskutieren. Und ja, sag danke. Und der nächste Vortrag ist dann später der Netzwerkverkehrsschlüssel um 14 Uhr. Danke. Right. Danke nochmal ans Team und die ganze Organisation. Merci. Ja, falls noch jemand halt kommen möchte, gclinuxtage.at/tmux, da machen wir dann weiter. See you then.